Leute, guckt euch das an. Wenn ihr diesen Glitch machen wollt, dann bleibt jetzt dran. Und zwar begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Mario Odyssey Glitch-Video, Leute. Und ich mache jetzt nur noch Glitch-Videos, wenn es sich wirklich lohnt, wenn ein richtig geiler Glitch rauskommt. Und es gibt zurzeit jemanden, der auf Twitter richtig lustig geile Glitches findet. Und die wirklich guten, lustigen, knackigen Glitches zeige ich euch natürlich hier in dem Format. Und heute haben wir einen Glitch, wo Mario auf einer Lava-Bubble surfen kann. Also er kann wirklich auf Lava surfen. Wir sehen es hier. Es sieht ziemlich lustig aus. Es ist auch wirklich leicht eigentlich durchzuführen. Es ist nicht so schwer, wie ihr dachtet. Ich habe am Anfang nur ein bisschen mich dumm angestellt, deswegen habe ich irgendwie 15, 20 Minuten gebraucht, aber liegt daran, dass es noch kein richtiges Tutorial gibt, aber hier kriegt ihr euer Tutorial. Ich werde euch genau erklären, wie das Ganze funktioniert, und zwar müsst ihr erstmal irgendwo hingehen, wo es zwei Lava-Bubbles gibt, und zwar müsst ihr das Ganze noch im Hilfemodus starten, also im Baby-Modus, und dazu noch im Zwei-Spieler-Modus, und dazu braucht ihr dann erstmal noch ein Joy-Con. Also ein extra Joy-Con für den zweiten Spieler, der ihr natürlich selber seid, weil, Leute, ganz ehrlich, wer hat schon Freunde? Wie dem auch sei, Leute, am besten geht ihr ins Luncheon Kingdom, wo zurzeit wirklich viele Glitches gefunden werden, weil dort gibt es viele Punkte, wo es zwei Lava-Bubbles gibt. Und die springen ja immer abwechselnd. Einer links, einer rechts, einer links, einer rechts. Und ihr müsst sie dazu kriegen, dass die gleichzeitig aus der Lava springen. Und zwar geht ihr dafür erstmal einmal rein und drückt dann einfach ZR, genau dann, wenn der andere wieder eintaucht, sozusagen fast. Dann sollten die beiden gleichzeitig hoch und runter gehen. Dann müsst ihr nur noch, wenn sie beide gleichzeitig aus dem Wasser springen, euch den rechten oder sogar den linken schnappen. Und zwar mit dem zweiten Spielercontroller müsst ihr in Richtung der Lava-Bubble den Stick drücken, gedrückt halten, und dann schüttelt ihr einfach. Und dann direkt, wenn Mario in die erste Lava-Bubble reingeht, in dem Fall in die rechte, dann drückt ihr den Stick nach links und schüttelt nochmal. Alles noch in diesem Einsprung von den zwei Lava-Bubbles, die ihr gesehen habt. Und dann noch einmal den Stick nach rechts und dann nochmal schütteln den Joy-Con für den zweiten Spieler. Also der Mario macht an sich gar nichts. Und wenn ihr dann wieder in der rechten Lava-Bubble seid, dann seid ihr die Lava-Bubble, aber ihr seht Mario noch dort oben draufstehen, auf der Lava-Bubble. Ein wirklich geiler Glitch, ich finde ihn so lustig. Er surft auf der Lava-Bubble und ihr seht es, selbst wenn man so springt oder selbst wenn man in die Kanone geht, Leute, guckt euch das mal an. Ich gehe hier in die Kanone rein und Mario wird einfach noch damit weiter weggeschossen, so. Also wirklich einer der lustigsten Glitches überhaupt in Mario Odyssey. Ihr könnt ja mal schreiben in die Kommentare, ob ihr es hingekriegt habt, und könnt mir das Ganze mal auf Twitter schicken, ob ihr das geschafft habt, von eurem Clip, wie ihr das geschafft habt, könnt ihr mir auf Twitter schicken. Und wie gesagt, ich mache jetzt nur noch Glitches-Videos, wenn es wirklich was richtig geiles da ist, wie das hier. Also das lohnt sich wirklich, ich finde das ziemlich lustig. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch, wie das geht. Deswegen über ein Abo, wenn ihr Bock habt auf weitere Glitches, weitere Mario-Videos, Nintendo-Videos, dann abonniert den Kanal und einen Daumen nach oben, Leute. Wie gesagt, ich will immer nicht betteln, aber es ist halt wirklich schön, wenn so diese relevanten Zahlen für einen YouTuber dann ein bisschen hochgehen. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.